Willkommen zurück zu einer neuen Folge Battlefield 1. Wir machen jetzt die Kriegsgeschichte Nummer 4, der Meldegänger. Dankeschön, dass du da draußen wieder am Start bist und natürlich auch danke für die ganzen Leute, die die letzte Folge supportet und bewertet haben. Über 6000 Likes, das kann sich sehen lassen. Schauen wir mal, was die nächste Kriegsgeschichte bringt. Wir kamen aus allen Teilen der Welt. Die Unschuldigen, die Selbstgerechten und die Tapferen. Wir hielten den Krieg für unseren Initiationsritus. Ein großes Abenteuer, das uns in unserem Streben nach Ruhm vereinen würde. Aber anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod. Frederick Bishop. Oh Gott. Hey, sind Sie Frederick Bishop? Nein, der ist tot, leider. Aber ist das nicht Ihr Bild? Schon möglich. Jack Foster. Ich wurde Ihnen zugeteilt. Wurdest du nicht? Schaffen Sie das Kind hier weg. Keine Chance. Er ist schließlich nur wegen Ihnen hergekommen. Frederick Bishop, der Stolz Australiens, hat sogar ein falsches Alter genannt, um dienen zu dürfen. Kannst du morsen? Ja. Gut, komm mit. Was für ein Desaster. Unsere erste Welle hatte keine Chance. Sehen Sie sich Ihre Stellungen an. Wie sollen wir den Strand einnehmen? Diesmal haben wir die Dreadnought. Stopf dir was in die Ohren, Junge. Gleich wird's laut. Koordinaten bitte. Du rückst mit dem Etappenkommando erst vor, wenn ich das Leuchtsignal gebe. Ja, Sir. Ja, Sir. Pass auf dich auf, Junge. Ich muss zum oberen Ende des Strandes. Ach ja, der Frischling da drüben. So gut wie tot. Ein kleiner Vollidiot. Aber der alte Haudegen, der gefällt mir. Der Stolz von Australien. Ruderboote haben keine Chance. Deswegen sprinten wir durch. Okay, was haben wir dabei? Yes, eine Schrotze. Das Wasser ist rot von den ganzen Leichen hier. Oh, Bruder. Alles klar, wir müssen durch, wir müssen durch. Wir sind verdammt schnell. So.
sauber hier weggeholt mit der Shotgun. Und wir machen hier mal einen Tausch. Denn die hier hätte ich lieber. Durchhalten, Soldat, durchhalten. Boah, Mann, ich liebe die Kampagne. Ich weiß gar nicht, warum die Kampagne so schlecht bewertet wird. Ich finde die richtig gut. Also mir gefällt die. Das sind coole Missionen, sehr cool in Szene gesetzt. Und ich finde auch die Geschichten nicht zu übertrieben. Das hat eine gute Gesamtatmosphäre. Oh, verdammt. Wie komme ich hier durch? Erwischt. Okay, jetzt auf jeden Fall. Das Ding ist Schrott. Weiter, 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 weiter. Oh, verdammt, da unten sind ja noch mehr von denen. Nach oben, Jungs. Was haben wir hier Schönes drin? Munition wäre gut. Jo, nehme ich mit. Sag ich nicht nein. Bumm. Ah, da drüben ist ja schon wieder ein Geschütz. Okay, wir warten erstmal hier. Komm schon. Nice. Ah, 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 ah. Alles klar, ich bin hier. Aus dem Weg! Alles klar, das Ding ist Schrott. Und die Soldaten sind so gut wie tot. Ah, Dreck! Das Nachladen dauert ewig. Oh nein, keine Granaten mehr. Gar keine Granaten mehr. Okay, 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 okay. Auch keine Munition mehr. Ich brauche unbedingt eine neue Waffe. Toll, jetzt habe ich zweimal die Shotgun. Ah, Nachschub. Und zwar was Gutes. Oh, der da oben ist fies. Was ist hier drin? Ah, oh, hinlegen, hinlegen, hinlegen. Sonst bin ich tot. Munition war da drin. Alles klar, hier drüben hin. Oh, wunderschöner Headshot. Der war echt gut. Der war richtig, richtig gut. Munition! Gut gemacht, Soldat. Gut gemacht. Jetzt gib mir den Shit hier. Alles klar, wir haben die Position. Jetzt nur noch halten. Wow, 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 wow. Oh, shit. Von wo? Auf jeden Fall von hier drüben. Alter, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm. Was denn? Oh, von allen Seiten wird man hier bombardiert. Jetzt wissen wir, wie alt ich bin. Frederick Bishop. Oh nein, ich bin wirklich hier unten. Das ist richtig mies. Also das ist richtig, richtig mies. Und ich habe so wenig Munition. Okay, mal sehen. Wie machen wir es diesmal? Ein bisschen besser vielleicht. Granate erstmal raus.
Noch eine hinterher. Komm schon. Gehst du da weg? Bitte einmal sterben. Danke. Wow, wow, wow. Wow. Eiskalt stürmen die hier durch. Ich habe schon wieder keine Munition. Komm schon. Sei tot. Die können doch nicht immer noch da vorne leben. Ah, die Stelle hier ist mies. Die Stelle hier ist richtig mies. Und es wird noch schlimmer. Verdammte Scheiße, es wird noch schlimmer. Ich habe halt keine Reichweite. Habe ich Munition für das Baby? Okay, ein bisschen. Okay, den Kollegen hätten wir. No way, no way. Ich treffe ihn doch. Ich treffe ihn doch richtig gut. Endlich. Ich brauche unbedingt eine andere Waffe. Ich brauche irgendwas. Da oben scheint es ein Lager zu geben. Komm schon, Daddy braucht guten Shit. Ach nee, jetzt, oder? Ihr wollt mich doch verarschen. Endlich. Damit kann ich arbeiten. Damit kann ich endlich ein kleines bisschen arbeiten. Das ist mal was Brauchbares. Gut, das Schlimmste kommt noch. Den Posten hier zu halten. Halten mehr aus als die Deutschen. Bist jetzt tot? Oh. Zieht's euch rein! Wie kann er das wegstecken? Nein, 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 nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Da, oh, leck mich! Okay, 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 okay. Uff. Das war eine heftige Scheiße eben gerade. Die hier gelaufen ist. Ich bin komplett alleine. Wo ist mein Team? Wo ist die beschissene Rückendeckung? Zeit für das Leuchtsignal. Willst du mich verarschen? Komm her. Hier. Da. Sieh dir das an. Junge, du hast dich in die Hölle gelogen. Aber ich... Du wolltest eine Statue von dir auf dem Marktplatz? Komm schon, Junge. Steh auf. Komm schon. Ich werde sterben. Wirst du nicht. Bis Australien. Uns bringt nichts um. Ha? Ja, vermutlich. Außer... Du bist ein Kiwi. Was? Nun. Eins nach dem anderen. Hier, komm schon, steh auf. Schau mal, den Arm hierher. Den rechten raus. Schaft gegen die Schulter. So, Wange an den Schaft. Nein, ja so. Du musst schon richtig zielen. Gut. Ja, Füße ein bisschen auseinander. Ich hab mich
gerade gefragt, ob ich meine Australier verloren habe. Was kann ich für Sie tun? Sie nichts, aber der Junge. Wir brauchen einen Meldegänger für die Front. Wirklich? Ja? Nein! Das können Sie von dem Jungen nicht verlangen. Er würde keine 5 Minuten überleben. Nein, nein, ich krieg das hin! Nein! Ich mach's. Schön. Sie bleiben bei mir. Und Sie werden laufen.